Begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem, darum, dass er von dem Haus und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Thank you.
Müssen halt.
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Thank you.
erhält. Ihre Pracht tut ihr erschaffen, muss in harten Krippen schlafen. Am zweiten Weihnachtsfeiertage, Kantate Nummer 2. Thank you.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Hirde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Thank you.
schön. Sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet und labet Herz und Sinnen und labet Herz und Sinnen. Die Freude heißt so schön, geht, die Freude heißt so schön, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet Herz und Sinnen, labet Herz und Sinne. Das hat zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Schaut hin! Thank you.
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium. Als nächstes die Kantate Nummer 3 am dritten Weihnachtsfeiertage. Herrscher des Himmels,
von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasset uns von gehen, lasset mich von gehen, Macht uns frei, Herr, dein Mitleid,
Das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und
Hirten kehrten wiederum, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, nun die Kantate Nummer 4 am Neujahrstage. Thank you.
da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Du sagst selber,
lieben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht heilt, recht heilt, wie ich tut. Ich liebe nur die zu ihren Lieben. Ich liebe nur die zu ihren Lieben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut.
Am Sonntage nach Neujahr, Kantate Nummer 5 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Und so wie du siehst, du sollst auch.
geboren war zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der neue Thank you.
Der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken an meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Thank you.
Er ist schon wirklich hier, ach, bei den Wien.
Als letztes Kantate Nummer 6 am Feste der Erscheinung Christi. Thank you.
aber rief Herodes die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wär. Und weise Ziegen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Spricht der Höchste nur ein Wort, ein Wort seiner Hand.
sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis das er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier, er bleibet da bei mir, ich will verbleiben, ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich weiß gewiss, er liebet mich, mein Herz liebt ihn auch inniglich und wird ihn ewig ehren. Was könnte mich nun für ein Feind bei solchem Glück versehen? Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund und werd ich ängstlich zu dir fliehen. Herr, hilf, Herr, hilf, so lass mich helfen. Thank you.
Mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Doch seht, mein Heiland, wohnet hier. Doch seht, mein Heiland, wohnet hier. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Doch seht, mein Heiland wohnet hier. Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolze Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Hort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Hort ist hier. Thank you.
Thank you.